gehen jetzt zu Christina Giacomelli. Das ist eine Freundin von mir, die einen eigenen Laden hat, was Trachtenmode angeht. Hallo! Hi! Na, wie geht's? Da ich seit einer längeren Zeit jetzt in München wohne und super gerne und oft auf die Wiesen gehe, ist natürlich auch jedes Mal ein schönes Dirndl wichtig. Und da kam mir Christina super gut entgegen, da sie mich auch jetzt seit 3 Jahren, seit dem Topmodel-Finale, immer ausgestattet hat für jegliche Events. Und mit ihr zusammen habe ich eine kleine Kollektion erstellt von meinen eigenen Dirndl. So, das war ja dein Liebling. Wir wollten ja was Hochwertiges machen und haben entschieden, dass wir da Swarovski-Steine drauf machen. Ja, Glitzer. Der Rock ist aus Seide, dein Oberteil aus Samt. Und wenn du das Herz auch noch aus Swarovski-Steinen haben möchtest, darfst du das natürlich haben. Mit Daria ist es super toll, zusammenzuarbeiten. Wir hatten sehr viel Spaß, als wir die Kollektion zusammengestellt haben. Sie hat sehr viel Geschmack. Und meine Erfahrung, das zusammen, das hat super gepasst. So, ich würde sagen, wir schlüpfen jetzt nochmal rein, oder? Ja. Ich bin fertig. Oh la la. Voll schön. Das passt doch super. Immer schön runterziehen. Das finde ich ganz toll. Ja. Excited. Ha! Also Daria und Bling Blings wie Arsch auf einmal, würde ich sagen. Weil, ganz ehrlich, ich trage voll gerne Ketten mit Steinchen, am liebsten mit Gold. Und also ich gehe ohne Kette mit Steinchen nicht raus. Deswegen musste ein Dirndl her mit Steinchen. Und was ist Besseres als Swarovski in dem Fall? Also, next one. Ja. Ich bin 40. Oh la la, das steht dir ja mega. Oh, ich bin so zufrieden. Das passt sogar noch ein bisschen besser als das andere. Ja, das passt perfekt. Welche möchtest du ausprobieren? Welche zuerst? Ich will die anprobieren zuerst. Du wolltest nicht so Barbie sein, aber es ist gar nicht so Barbie durch das Karo. Ja. Es macht es einfach ein bisschen frischer. Ach, super süß. Das muss ich anschauen. Ja. Ah, ja. Die Länge finde ich auch gut. Ich mag das ich kurze auch. Bei dir. Ja, doch. Die Länge finde ich auch super. Ich bin auf jeden Fall stolz zu sehen, wie meine Dirndl-Kreationen geworden sind. Auch wenn man ein paar Veränderungen machen muss. Aber es ist ja ganz normal. Deswegen sind wir hier und ich probiere die Sachen an, um zu gucken, wie alles sitzt und passt und hier und da. Und ja, ich bin gespannt auf sozusagen das fertige Ergebnis. Und ich bin richtig stolz auf meine Dirndl. Ich bin fertig. Gut. Nomel. Bist du glücklich? Ich bin super glücklich. Ja. Hat mich gefreut, dass du da warst. Mich auch. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir sehen uns bald wieder. Second-Anprobe. Ja. Ciao. Ciao.